Herzlich willkommen hier auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Herzlich willkommen aus dem Trainsimult 5 und herzlich willkommen von der Baureihe 146, mit dem wir heute auf dem RE13 fahren, und zwar nach Hamm. Wir starten hier in Wuppertal und fahren bis Hagen. Mit dabei natürlich die Soundmod, die wir für die 146 haben, und zwar die 146 von Frankfurt-Fulda. Ich verlinke nochmal die Soundmod in der Videobeschreibung. Längeres Video gab es da schon mal. Ich blende es oben rechts in der Ecke nochmal ein, das Video dazu. Ansonsten sind wir unterwegs auf dem Fahrplan-Update für Rhein-Ruhr-Osten, also die entsprechende Mod, die es auch nur für den PC gibt. Dementsprechend ist auch zum Beispiel hier so ein 612er unterwegs. Auch das verlinke ich nochmal in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Dazu einmal den Fahrtrichtungswender rein und nach vorne und Türen rechts auf. Störung, Störung. Dann machen wir uns die PZB und die LZB an und die Zugspitzensignale. Dann schon mal ein bisschen die Bremse anlösen, beziehungsweise lösen sich schon mal ganz und ziehen die direkte Bremse dafür an. So. Dann Türschalter ist auf rechts gestellt. Das ist an. Führerstandsbeleuchtung machen wir uns ebenfalls an. Spitzensignale auf normal. Und Zugbeleuchtung ebenfalls aktiviert. Zugsammelschiene ist an. Fantastisch. Dann können wir schon mal die Türen schließen. Schauen uns einmal ganz kurz um. Wir stehen hier mit 146. Hier noch ein 612er. Der fährt nach Neuss, die S28. Und hier noch ein 612er, der nach Solingen fährt. Wir dürfen abfahren, das heißt also, wir lösen noch die direkte Bremse. So, das hat geklappt und auf geht's. Jetzt muss ich noch vom letzten Video das HUD einmal anpassen. Beziehungsweise erstmal fahren wir mal an. Ach, toll. Ah, fantastisch. Einfach nur fantastisch. Ausfahrt mit 60. So, dann stellen wir noch die AFB einmal hoch und machen sie an. So, einmal auf 60 gestellt und dann dürfen wir fahren. Ich hatte doch noch vorher im HUD hier die Geschwindigkeitsanzeige. Moment mal, das muss doch. Das war doch im Mini-HUD noch drin. Das war ja beim letzten Video schon auch nicht mehr. Bei der Berliner Bahn. Da HUD und Gameplay. Nächste Signalmarkierung, nächster Signalaspekt. Gleisüberwachung. Minimale HUD, Zielentfernung, was auch immer das genau ist. Markierung auf Streckenmonitor sichtbar, Traktionssperre versteckt, HUD-Entfernung sichtbar. Ne, da steht aber nichts von der aktuellen Geschwindigkeit, ne? Nö. Also ich weiß nicht, wenn einer von euch weiß, wie man das wieder anbekommt. Minimale HUD-Zielentfernung 4. Ich stelle es mal auf 4. Na gut. Aber wir sollten das auch ohne HUD hinbekommen. Hier die 420er. Ab hier dürfen wir 130 fahren. 422 natürlich nicht. 420. So, einmal die AFB auf 130 gestellt.
Nee, sorry Leute, ich muss das einmal noch. Das kann doch nicht sein. Bitte entschuldigt, ich stelle das wieder auf 2 wie vorher. Naja, gut, dann ist das so. Dann fahren wir jetzt einfach mal blind. Dann verlassen wir uns eben auf das, was uns hier am Streckenrand signalisiert wird. Und gucken eben, dass wir einfach nur wissen, wann wir anhalten müssen. Und das ist jetzt in einem Kilometer. Einmal den Leistungsschalter zurückgenommen. Und wir bremsen rein. Nehmen schon mal die E-Bremse. Und die Zugbremse hinterhergeschmissen. So, das passt ganz gut. 60 am Bahnsteigsanfang. Da kommt noch ein ICE entgegen. Einmal kurz gegrüßt. Ja, da okay, das passt. So, Türen auf. Okay, wir lassen den Fahrgastwechsel erfolgen, haben 3 Dostos hinten dran. Und fahren nach Hamm. So, Türen zu. Bremsen lösen. Und auf geht's. Na, ja. Wahnsinn, dieser Sound, dieser Transformator-Sound, den man bei so circa 40 km/h hört, ist einfach so unfassbar gut. Da hat mir irgendeiner noch in den Kommentaren geschrieben, als ich die Soundmod vorgestellt habe, dass der das Ganze mit einem Subwoofer, glaube ich, spielt und da wirklich einmal der komplette Tisch durchvibriert. Also wirklich fantastisch. Nächster Halt ist dann Oberbarmen in 1,5 Kilometern. Wir sind ja beim letzten Mal, als wir auf Rhein-Ruhr-Osten unterwegs waren, da hatte ich ja auch schon die Fahrplan-Mod gezeigt. Da sind wir ja S-Bahn gefahren, sind also im Grunde genommen über den oder durch den S-Bahn-Tunnel gefahren. Und jetzt zeigen wir oder gucken wir uns zusammen die Nicht-S-Bahn-Strecke an, also im Grunde genommen die Strecke, über die dann der Fernverkehr und auch der Regionalverkehr abläuft. Beziehungsweise die Strecke an sich kennen wir, aber es geht jetzt natürlich auch um den Fahrplan und das Ganze dann mit so einer schönen 146. Mit Sounds, die absolut Weltklasse sind, ist das nochmal eine komplett neue Experience wieder. So, sehr langer Bahnsteig. Wir sehen, sobald wir die Tür aufmachen, die AFB-Haltebremse greift dann auch in diesem Augenblick. Und sind tatsächlich noch pünktlich, auch wenn wir jetzt in 4 Sekunden die Tür zumachen sollen. Das machen wir jetzt. Ja, das passt doch perfekt. Wir schauen aus dem Fenster. Wir lösen die Bremse und fahren an. Gucken, dass keiner hier irgendwie noch am Zug dran hängt. Das sieht doch sehr gut aus. Jawohl. Ich weiß
weiß nicht, ob wir auch eigentlich aufstehen können und zum Fenster. Ja, tatsächlich. Das geht sogar. Ja, immer bei 40 km/h hört er mal hin. Das ist so unfassbar schön. Ich kann euch sehr empfehlen, wenn ihr das Video nur guckt und vielleicht selbst gar nicht auf die Mod zugreifen könnt, weil das Ganze natürlich nur im PC klappt, dann hört euch das mal mit Kopfhörern an. Das lohnt sich total. So, ab hier dürfen wir 160 fahren. Einmal eingestellt. Und Leistung aufgeschaltet. Bis Schwelm sind es noch über 4 Kilometer und auf geht's. Dass man kurz diesen Luftzug hört, ne? Das ist so cool. So, links von uns ist die, ich glaube, der Güterumschlagsplatz. Genau, dieser Container-Terminal. Da steht sogar eine 112 und daneben noch eine V60. Und eine S-Bahn ist da sogar auch abgestellt. Und eine Foslo G6. Mega. So, wir haben Höchstgeschwindigkeit erreicht. 160 km/h. Bis Schwelm sind es noch 2 Kilometer. Das heißt also, wir können die Leistung schon mal auf 0 setzen. Können schon mal anfangen mit der E-Bremse schon mal zu bremsen. Da ist die S-Bahn. Und hier die Ankündigung auf 130. Die haben wir jetzt schon erreicht. Auch schön, wie wir über die Weichen da drüber hauen. Also da klingt unsere Lok einfach so richtig schön schwer. Ne? Also man merkt dann richtig, dass man in einem schweren Eisenbahnfahrzeug sitzt. Das ist wichtig. Das geht halt leider im Simulator nur über den Sound, weil wir den sogenannten Popometer nicht haben. Ne? Also wir sitzen ja nicht in der echten Lok, sondern wir sitzen alle hier auf unseren Stühlen. Und spüren ja eben nicht die Lok in Realität, sondern sehen nur das, was wir sehen können und hören vor allen Dingen. Und eben über diesen Hörfaktor muss das dann auch übertragen werden, dieses Gefühl von, man fährt wirklich ein schweres Fahrzeug. So, angehalten, weich wie Butter. Wir sind, ja, pünktlich. Nach wie vor pünktlich. Das gereicht mir ja immer ein bisschen zur Überraschung, wenn wir pünktlich sind und nutzen das auch mal für ein Foto. Hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Bewölkung darin. Dankeschön. Das macht irgendwie keinen Unterschied. Na gut, dann halt ohne. Altbekannte Dostos, zweite Klasse Dosto, nochmal reiner zweite Klasse Dosto und ein nochmal reiner zweite Klasse Dosto Steuerwagen. Okay, das passt, glaube ich, von der Zugformation vermutlich nicht so ganz, dass da keine erste Klasse mit dabei ist. Ja? Weiß ich jetzt nicht. So, wir sollen noch warten bis 44. Hier die Fahrgäste, die stehen gar nicht für uns, sondern die wollen nach Aachen im RE4. Bespannt mit einer 111 vielleicht und wir sind der RE13 nach Hamm. Hier fährt die S9 nach Essen Hauptbahnhof und hier die S9 in Gegenrichtung, nämlich nach Hagen. Hier unten geht es dann praktisch in Richtung S-Bahn-Tunnel und wir fahren jetzt hier oben lang und fahren über diese Überwerfung drüber. Ne, unser Weg ist dann jetzt der hier rechts
den hier. Und beim letzten Mal sind wir hier links lang gefahren. So. Bremsen lösen. Und auf geht's. Da kommt uns noch 146 entgegen. Das ist der Regionalexpress nach Aachen. Der RE4. Hallo. Der hatte eine erste Klasse. Naja. Nächster Halt ist Ennepetal in 3,6 Kilometern. Und Ankündigung auf 120. Wir schalten die AFB schon mal auf 120. Ja, also der Gleisbau hier auf der Strecke, da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt auch hier dieser Huggel wieder. Naja. Müssen wir jetzt nicht uns nochmal darüber austauschen. Haben wir, glaube ich, schon oft genug besprochen. Dass Rhein-Ruhr-Osten die Gleisverlegung wirklich nicht gut ist. Mal 5 Kilometer noch. Wir haben freie Fahrt zu erwarten. Schön hier auch diese herbstliche Stimmung, ne? So, Leistungsschalter nehmen wir schon mal auf 0 und bremsen jetzt rein. Denn hinter der Kurve ist schon Ennepetal. Ah, Vollbremsung wollte ich jetzt nicht. Angehalten. Jawohl, das passt sehr gut. Und hinten dran, ja, auch der letzte Wagen ist noch mit drin. Hier in Ennepetal. Oh, hier ist noch so ein Erste-Hilfe-Kasten, aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen nämlich auch schon weiterfahren und die Türen schließen. Nach wie vor pünktlich. Wahnsinn. Gleich dürfen wir auch 150 fahren. Wir lösen schon mal die Bremse und können schon mal anfahren. Denn auf die Sekunden kommt das jetzt nicht an. Hoch. Ich dachte, die Türen. Oh, haben wir die Türen nicht geschlossen? Ja, falsche Seite natürlich. Die linken Türen müssen wir verriegeln, nicht die rechten Türen. Mein Fehler. Kennt ihr das auch, wenn ihr Regionalexpress manchmal fährt und der Zug hält dann an und ihr wollt aussteigen und anscheinend hat der Triebfahrzeugführer vergessen, die Türfreigabe reinzumachen und dann steht man da erstmal für so 10, 20 Sekunden vor der Tür.
Man wird so ganz nervös, weil die Tür nicht aufgeht. Man sieht, die anderen Türen im Wagen sind aber auch nicht auf. Und denkt sich so, oh Gott, hoffentlich bemerkt der Lokführer das jetzt noch, bevor der jetzt einfach weiterfährt und man dann ja seinen Halt dann nicht mehr bekommt, nicht mehr aussteigen kann. Zum Glück haben dann die Triebfahrzeugführer jeweils schon noch irgendwann gemerkt, ach Moment mal, ich muss ja auch noch die Türen aufmachen. Aber ja, ne? Menschen machen Fehler. Und nächster und letzter Halt ist dann Hagen. Schön, wie wir hier übers Tal drüber fliegen. Und ich glaube, diese 0 steht eigentlich für 160. Genau, ja, 160. Schön. Das macht halt einfach wieder Spaß, die 146 zu fahren. Es hat halt vorher einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil man sich dachte, ach, die ollen alten Dostos mal wieder und die 146 schon wieder. Und jetzt aber mit dem Soundmod macht es wirklich einfach richtig Spaß, wieder Regionalzug zu fahren. Ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn wir jetzt mal wieder 146 und Dostos fahren, weil es einfach wieder Spaß macht. Dank der Soundmod. So, 150. Wir machen das mal mit der E-Bremse. Auch hier wieder schön das Geräusch über die Weiche drüber. Und dann sind wir auch schon gleich in Hagen. Performance-technisch, ihr seht's, alles super, 60 FPS. Und wir müssen runter auf 100. Am besten bevor ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt kommt. Und dann haben wir langsam Fahrt zu erwarten. Die 100 gelten ab hier. Wir brauchen gar nicht Leistung aufzuschalten. Und bremsen noch weiter runter, damit wir auf unter 85 kommen. Hätten wir jetzt auch erreicht und signalisiert werden es 70 und danach 50 und dann 40. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal die 70. Ach, das schon wieder. Aber ich verstehe nicht, wieso. Das muss doch
Das muss doch irgendein 500-Hertz-Magnet sein, der falsch verbaut ist. Hier ist ein 500-Hertz-Magnet, aber warum denn? Zwangsbremsung. 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 Ne, also, hier ist ein 500-Hertz-Magnet. Zugbeeinflussung. Aber Moment mal, der kann es doch gar nicht abschießen, weil der ist doch auf der linken Seite. Eigentlich müsste doch, wenn dann, auf der rechten Seite sein. Na, aber, nee, Moment, ach nee, hier das Gleis. Genau, also der hat uns abgeschossen, aber ich verstehe nicht ganz, wieso der überhaupt scharf war, weil das nächste Hauptsignal zeigt ja. Oder liegt es daran, dass wir ab da nur noch 30 fahren dürfen? Ich weiß es nicht. Und was ich auch sehe, ist, dass. Ja, ist ein bisschen zu eng hier gebaut. Also das klippt hier einmal durch unseren Zug durch. Ja, nee. Ich glaube, das wird mir aber auch schon mal erklärt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Na gut, dann doch nochmal eine Zwangsitzung zum Schluss. Wäre ja auch irgendwie falsch, wenn nicht. Da steht noch ein 612er. Sogar mit liebe Grüße an den Alex. Das Voodoo ist ja auch abgestellt im Führerstand. Und dann einmal hier rechts rüber. Und hier dann nach links. Und da ist auch das haltzeigende Signal. Der RE13 nach Hamm. Weiter geht's dann nach Schwerte. Aber nicht mehr für uns hier heute. Türfreigabe. 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 Türen auf, eine Minute Verspätung. Ich würde sagen, das ist okay. Wir schauen uns noch ganz kurz um, was hier im Bahnhof rumsteht. 612er ist abgestellt. 422, die S9 vielleicht. Und was haben wir noch? Da hat noch eine 143. Hey, ich war am Gucken. 143. Ja, genau. Und da hinten noch ein paar Güterwagen. Ich bedanke mich dann ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.